Oh, guck mal da, ich kenne das. Das ist ein 49 Thunderbird. Den fahren wir in Indien die ganze Zeit. Boah, ist der dreckig. Den muss man mal putzen. Oh! Wollen Sie vielleicht für den Weißen Löwen e.V. spenden? Für wen? Für den Weißen Löwen e.V. Was macht er? Was macht der Löwen e.V.? Macht er was für Löwen? Ja, wir schützen die Weißen Löwen, dass sie wieder stark werden, wieder auf die Insel können. Die Lebenszeit auf. Ranjit, oh. Was geht? Hans-Peter, da bist du ja! Hallo, ich muss hier gerade spenden, warum bitte nicht? Ranjit, lass dich von dem nicht über den Tisch ziehen, Alter. Der sammelt Geld. Ich glaube nicht, der hat so. Ich glaube, der hat ein bisschen was getrunken. Nein, das ist doch gerade nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, da hat der Getränke am Kopf. Wo hast du denn diese schicke Hose her? Das ist genau was für mich. Das, okay, erinnert, okay, mich, das erinnert mich voll an Bollywood. Kennst du Bollywood-Filme, ja, okay, aus meiner Heimat? Natürlich. Denke. Oh, lass uns zusammen singen. Wo ist eigentlich meine Kuh? Die wollte doch auch hierher kommen. Ich bin nieder, ich habe keine Ahnung. Hast du die verschifft? Ich hab die verschifft. So, wo müssen wir hin, Hans-Peter? Hier hinten, hier in der Garage. Hans-Peter, ich habe einen Rechtsstrahl, tut mir leid. Sie kommen hier rechts. Wo? Habe ich geparkt. Ah, ich rechts. Hoffe, mein Auto steht unter. Rechts kann ich. Das Problem ist, manchmal kann ich nicht links laufen, verstehst du? Ranjit, was hältst du von meinem neuen Auto? Boah, der ist aber groß. Da passen ja 8 Inder rein. Also wie immer. Seid ihr? Hinten Kofferraum oder wie? Wo kommst du nochmal her? Bangalore. Was? Nein, Kalkutta. Nein, früher. Hey! Du hast. Ja, was denn? Du bist da voll an das Auto geditscht. Bin ich gar nicht. Du bist voll an das Auto geditscht. Du musst einen Zettel schreiben. Hey! Au, jetzt fährt er mich auch noch! Warte, ich schreibe einen Zettel, du. Das unverschämter Typ. Entschuldigen Sie bitte. Mein Freund Hans-Peter. Ranjit, was machst du? Nicht mal einen Namen reinschreiben. Da ist doch nichts. Da ist nur ein kleiner Kratzer. Da ist ein Kratzer. Vorher schon. Nein, da ist ein Kratzer. Ich hab das doch gesehen. So, Scheiße, meine Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie. Ich rufe uns jetzt einmal ein Taxi. Du rufst besser einen Anwalt. Mein Freund Hans-Peter. Wer ist mein Nachname? Ich rufe jetzt ein Taxi. Hans-Peter, ich rufe jetzt ein Taxi. Warte Sekunde, du hast da ein bisschen was. Warte an der Jacke, ich mach das weg. Warte. Danke dir. Danke, warte, ganz kurz. Jetzt geht's. Ranjit, Moment. Du brauchst meine Nase nicht sauber machen. Ganz kurz. Selbst. Warte, da ist auch noch ein bisschen was dreckig. Jetzt ist besser. Ich? Warte. Sag mal, warte. Hast du Bock auf Party später? Ja, warum nicht? Ich hab da was Gutes. Von Ratio Farm. Guten gepanschten Hustensaft. Hey, sag mal, Hans-Peter, verkaufst du dem, willst du dem Drogen anbieten? Was meinst du mit Hustensaft? Medizin, guter Hustensaft. Was ist denn Hustensaft? Medizin, bitteschön. Ja, ich hab Husten, der Herr. Ja, siehst du, hier, 500 die Flasche, verkaufe ich dir. Hey, ich will das Geld nicht mehr. Was bist du denn? Was ist denn auf deinem Konto? Aber dann behalte ich als Strafe, dass du... Also wollen Sie jetzt Hustensaft? Ich bin enttäuscht. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich gehe jetzt über Rot und wenn ich überfahren werde, werde ich überfahren. Zum Glück keiner da. Hey! Das ist mein Platz! Ein. Ja, okay. Hey! Wieso steigst du jetzt? Wieso steigst du? Ich mach doch gar nichts. Das hat, hingehen? Das hat aber ziemlich lang gedauert, bis ihr. Ja, ich bin alleine gerade im Dienst. Was soll ich denn machen? Ich hab ja voll zu tun. Weißt du eigentlich, wie scheiße anstrengend das ist? Du fährst erst oben in Norden. Dann heißt es, ja, komm mal hier runter. Ja, es dauert 10 Minuten. Und dann willst du jetzt noch rummeckern oder was? Ich hab deinen Kollegen extra gesagt, du sollst warten. Ich komme in 10 Minuten. Also sag mir nicht, das hat lange gedauert, ja? Von 10 Minuten haben sie nichts gesagt. Doch, hab ich. Dann hör mal richtig zu mit deinen Wichsohren. Warte, jetzt sind sie mal freundlicher hier. Was ist denn das für eine Sprache? Warum hat er denn Schuhwichse in den Ohren? Weiß ich nicht. Das stimmt. Mein Freund, der Ranjit, der sucht einen Job als Taxifahrer. Ich such erstmal den Gurt hier. Wo ist denn der? Ja, der hast du das schon an? Warte, ich muss gucken. Ich kenn das Auto noch gar nicht. So, ja, jetzt. Musst du 11-mal da hinpacken. Ich hab... Vorsichtig... Hau mir mit vorsichtig, Alter! Ich bin. Oh, Gott sei Dank bin ich angeschnallt! Was ist denn das okay? Hier? Bist du ich hab mich gerade angeschnallt, Alter! Oh, ich bin angeschnallt, alles okay gut! Bei euch? Ja, was bist du? Bist du? Alter, das halbe Taxi ist ein Arsch! Scheuert! Oh, mein Nacken, ich Alter! Ich bin auf der Straße, ich steh da vorne am Bordstein! Ja, mittel in der Kreuzung, das geht gar nicht! Ja, wir stehen da vorne in der Ort 45, du Idiot! Ey, da musst du mal keine gucken. Beleidigung hier, ja? Du bist in mein Taxi reingefahren, ich beleidige nicht so viel, ich will. Alter, gucken Sie sich den Schaden an, der ganze Taxi zum Beispiel, fast total Schaden. Das ist jetzt ein Smart. Ist kaputt. Ja, ein Smart verkauft sich besser. Hey, ich hab Nackenschmerzen. Ich brauche eine neue Hose, Hans-Peter. Herr Mr. Rohr,
Alles klar, man sieht sich. Hey, ich merke mir das Kennzeichen. Hunde. Komm, den zeigen wir an. Ja. Hans, geht's steig ein. Aus meinem Taxi, aus, du Idiot. Der ist zu leid. Hans-Peter, wolltest du fahren? Nee, ich war verwirrt. Taxizentrale Downtown Cape. Warum nehmen Sie jetzt Kundschaft an und fahren Sie dem hinterher? Das ist mein Job, du Idiot. Entschuldigung, ja, nicht hier im Telefon. Hier sind kein Idiot. Hören Sie mir zu. Hier ist es ziemlich zugig, weil hinten ist die Scheibe kaputt. Ja, aber scheinbar juckt es dem Herrn Rohr nicht. Ich hab gesagt, es ist zugig im Taxi, weil hinten ist die Heckscheibe ist kaputt. Können Sie mal aufhören, alle beginnen, ich hab ein Telefon am Ohr. Wissen Sie überhaupt, wo wir hinfahren wollen? Nein. Jetzt machen Sie doch erstmal einen Job zu Ende. Moment. Mein Freund Arantje, der sucht einen Job als Taxifahrer. Brauchen Sie noch Verstärkung? Oh, ich bin nicht angeschnallt. Moment! Bei der Polizei vorfahren! Jetzt können Sie. Jetzt könnt ihr. Jetzt. Okay. Jetzt bin ich angeschnallt. Jetzt wieder abschnallen. Warte, ich versuch's. Warte. Ganz vorsichtig abschnallen. Moment. Könnt. Ich würde mich gern bewerben. Ich glaube, Sie brauchen noch ein paar Mitarbeiter. Kann das sein? Ja, Moment. Hallo, Polizei! Ich rede mit Ihnen. Ich will jemanden anzeigen. Hallo? Ich rede doch gleich mit Ihnen. Aber Sie stehen dort direkt vor dem Gebäude. Guten Tag. Hallo, Puppe. Entschuldigung. Hallo. Guten Tag. Ich heiße nicht Puppe. Okay, Entschuldigung. Eins, zwei, drei. Oh, nehmen Sie den Finger aus meinem Ohr. Eins. Bleib doch mal stehen, sonst zähle ich doppelt. Du suchst einen Job. Ja, ich wäre gern Taxifahrer, weil ich glaube, Sie sind überfordert mit dem Job. Ja. Wir haben 10 Minuten auf Ihr Taxi gewartet. Ja, das stimmt. Moment, ja. Das Telefon klingelt. Einen Moment. Könnte ich eine Probefahrt machen? Das Auto ist ja schon kaputt. Taxizentrale, Rührig. Hallo. Ja, Sie brauchen ein Taxi. Wo soll es denn hinkommen? Entschuldigung, zwar, ich habe neulich mir ein Fahrrad gekauft und ich glaube, irgendjemand hat das mir hier abgerippt. Boah, ich kann den durch die Tür hören. Jo, bis dann. Der schreit ganz schön rum da drin. Hallo, Rührig. Ja? Kann ich eine Probefahrt mit Ihrem Taxi machen? Es hat ja schon eine Delle. Ich kann ihn auch, also wenn Sie möchten, können Sie ihn ich kann Sie auch gleich mit hochnehmen und dann zeige ich Ihnen einmal, wie das geht und dann können Sie wollen ihn hochnehmen, er hat doch gar keine Drogen dabei. Nicht in die Arme wieder runter rein. So. Moin Meister. Oh, Moin. Hallo. Ja. Hi. Hier los. Nix. Nichts, wir wollen Anzeige erstatten, weil hier wurde dem Röhrig, hallo. Dem wurde reingefahren und zwar, schau mal, da und ich bin Zeuge. Und wir wollen Anzeige erstatten und ich will auch Taxifahrer werden. In der Reihenfolge, die mir egal ist. Wir können auch zuerst Anzeige erstatten und dann Taxi fahren oder zuerst Taxi, dann Anzeige. Oder wir erstatten Anzeige beim Taxiunternehmen und dann fahre ich mit der Polizei. Welche Reihenfolge? Habe ich vergessen. Ich auch. Gut. Hey, den kenne ich. Das ist doch Farid Bang. Aber Verzeihung, die Herren. Nein, ich bin nicht Farid Bang. Du siehst aber genauso aus wie Farid Bang. Ja, die verwechseln mich immer. Ich bin eigentlich Farud Ben. Farud Ben? Ja, richtig. Farud Ben. Bist du der Bruder von Farid Bang? Tatsächlich nicht. Ich kenne auch diesen Farid Bang nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute mich immer mit ihm verwechseln. Aber ja, haben gut. Sie jetzt Zeit? Das liegt wahrscheinlich an dem Boxerschnitt. Wollen Sie nicht erstmal den Schaden angucken? Hast du jetzt dein Fahrrad wieder bekommen? Farouk. Nee, ich... Du kannst aber ziemlich gut Deutsch für einen... Wo kommst du her? Aus Marokko. Hey, das ist direkt um die Ecke von Kalkutta. Ja. Wir sind quasi Nachbarn. Ja. Wir sind quasi Nachbarn, richtig. Nee, ja, gut. Ja, komm's einmal mit. Wie meint denn der jetzt? Eigentlich darfst du... Also ganz unter uns, ja. Ich sag's dir ganz leise. Bitte verbreite das Gerücht nicht in der Stadt, dass ich Fahrrad fahre, weil eigentlich trainiere ich keine Beine. Aber ich lebe noch nicht in so einem Luxus, dass ich mir jetzt ein Auto leisten kann. Ich auch nicht. Wie wär's mit einer Rikscha? Mit einer was? Warte, Burger Fußensaft? Nein, hör auf mit den Drogen! Was hör auf! Fußensaft, Mann. Hans-Peter, geh da weg da. Hans-Peter. Ich komm später nochmal wieder. Ich hab dir verboten, mit Drogen zu dealen. Das ist... Angie, du musst ja eine Zeugenaussage machen. Ich will das nicht, dass du das verkaufst, das Zeug. Ja, Hunde E. Hunde mit E, also Doppel-E. H-U-N-D-E-E. H-U-N-D-E-E. Also O oder mit, U? U. Also H wie Hortpol. Ja. U wie Umburg. Undankbar. Undankbar. Ja. N wie nie da gewesen. Nie da gewesen. D wie das geht doch so nicht.
Das geht doch und so nicht. E wie Einbahnstraße. Und Einbahnstraße. Und dann nochmal E wie Exit. Exit, ja. Ah, ja. Hier, das waren die. Das waren zwei Herren in einem Auto mit dem Kennzeichen Hunde. Soll ich buchstabieren? H wie... Hallo. Hinten. Ja, U wie undankbar. U wie Uhrensohn. N wie nicht da gewesen. D wie, das gibt's doch nicht. E wie... Einbahnstraße. Richtig. Und E nochmal wie Eindruck. Weil das hat einen riesen Eindruck gemacht hier an der Stelle. Herr Röhrig, was kann ich denn verdienen bei Ihnen als Taxifahrer? Also Sie kriegen $320 alle 15 Minuten. Alle 15 Minuten? Ja. Ich bin einverstanden. Ich stelle euch gleich erstmal an. Wir fahren da erstmal hoch und dann zeige ich dir kurz, wie das funktioniert. Und dann gebe ich dir den Schlüssel und dann kannst du fahren. Ey, super. Vielen Dank, Herr Röhrig. Sie sind ein netter Mann. Aber es ist erstmal nur Probetag, nicht? Kein Problem. Dann fahre ich den ganzen Tag Probe. Und dann stellen Sie mich ein. Ja. Und hinten haben Sie gesehen, die Heckscheibe ist auch kaputt. Schauen Sie her. Alles. Das ist ziemlich zugig jetzt, wenn man mit dem Taxi fährt. Und diese beiden Hunde. Deswegen meine ich ja, Sie sollten auf jeden Fall mal zum Mechaniker. Okay. Das ist erstmal hoch. Genau. Dankeschön, Polizei. Oh. Danke. Wiedersehen. Mensch. Hans-Peter, jetzt hör doch mal auf. Hä? Oh. Wer fährt denn jetzt? Ja, ich fahr. Oh. Wieso steigen wir die ganze Zeit an und aus? Entschuldigung. Ja. Hä? Moment, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Bleib Sekunde. Mal ja, Moment. Hä? Moment. Stopp. Entschuldigung. Ich. Bleib jetzt Also, der hat mich total vollgestunken. Der hatte bestimmt keinen Katalysator. Ja, da musst du die drei Grünen hier in dieser Stadt. Ein bisschen anders hier. Ist es bei euch, gibt's kein Dieselfahrverbot in der Innenstadt? Nee, bei uns gibt's ein Dieselerlaubnisboot. Schau mal da. Werbung für Pisswasser, was ist das denn? Das ist unser Bier. Das heißt Pisswasser? Ja. Das schmeckt auch so. So, wir sind da. Oh, jetzt sind sie gegen die Wand gefahren, Alter. Jetzt. Ja gut, das macht jetzt auch das tut Rösch auch nicht mehr so viel gut. Soll ich, Herr Röhrig, soll ich den Schaden melden? Sie sind, glaube ich, gegen die Wand gefahren. Ist nicht so schlimm, ist meine Wand. Kleiner Inder, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Inder. Schaut euch mal... Ja, Entschuldigung. Also, pass auf. Ich gebe dir mal hier eine Mitarbeiterkarte. Danke. Hier. Da, bitte. Oh, das ist... Krieg mal ganz kurz den Ausweis vor, dass ich mir das einmal aufschreiben kann. Was? Dein Ausweis. Was? Deinen Ausweis, deine Papiere, dein Zettelchen, wo dein Name drauf steht. Ach so, ja, ich muss meinen Ausweis suchen. Ja, guck doch mal. Da oben in der Tasche. Was ist denn hier? Warum ist denn hier kein... Oh. Mach mal den Papier nicht auf. Da oben in deiner Tasche. Da steht dein Personalausweis. Hier ist eine Schießerei. Hilfe! Das ist ein Rockerclub. Die schießen sich ab und zu mal da um. Da halten wir uns raus. Ja. Ich hab gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Irgendwie. Ja, Andi, du sitzt im Auto. Muss euch sagen, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ich hab das Gefühl, ich bin schon mal ausgestiegen. Hallo, Braun. Als wäre es gestern gewesen. Als ob es gestern gewesen wäre. Komisch, oder? Au, Scheiße. Ich suche meinen Ausweis. So. Wo ist mein Ausweis noch? Da oben in deiner Tasche. So nee, schwer ist das nicht. Da oben passiert nichts. Doch, passiert da. Ah, jetzt ist er da. Deinen ordentlichen Ausweis. Hä? Nee, das ist ja Ihr Ausweis. Hier. So, ja. Jetzt kannst du dich einmal einstempeln. eventuell solltest du mal gucken, dass du dich einstempelst. Moment, ich habe mich eventuell eingestempelt. Ich schicke dir kurz ein Foto über dein Bluetooth. Da siehst du alle Preise. Oh, hoffentlich weißt du, was Bluetooth ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Bitteschön. Hä, was? Bluetooth. Bluetooth? Moment, ich habe mein Handy, habe ich hier. Ja, guck mal, so. Bluetooth. So. Habe ich dir geschickt, was siehst du? Ich sehe gar nichts. Ist okay. Wenn dir jemand was bezahlen möchte, dann kannst du mal... Ja. Kannst du mal eine Rechnung ausstellen? Ich probiere, aber es passiert nichts. Vielleicht ist auch dein Portemonnaie kaputt. Dann leg dich mal einen Augenblick auf die Couch kurz hin und dann kommst du gleich wieder raus, wenn du wach bist. Ich leg mich auf die Couch hin? Okay, ich leg mich auf die Couch hin. Ich leg mich auf die... jetzt leg ich. Wer ist das denn? Hallo? Guten Tag. Hallo. Ich hab meinen Namen vergessen. Mein Name ist Ranjan Bombalapatea und wer sind Sie? So. Ja, was bist du für ein Ding?
ja nochmals langsam zum Mitschreiben. Das ist okay, unser Praktikant heute. Ich bin kein Ding. Ich bin ein Mensch. Ja, leck mich, Ihr Name. Ich will sie aber nicht lecken. Ich bin Vegetarier. Also, Herr Röhr, mit so weit kann ich nicht arbeiten. Ja, du bist aber auch nicht die hellste Leuchte auf dem Kerze. Ja, aber wieso soll ich ihn lecken, wenn ich ihm meinen Namen sagen soll? Ist er nicht auf der Torte? Moment. B wie Bahnhof. O wie, oh mein Gott. M wie Mutter. Bum, B, E, B, B wie Busen. So, Vorsicht, guck mal, das Toxin. Ich hab gehört, dass Spind dein Leben retten kann. Soll ich mich hier verstecken? Nee. Das hilft Ihnen hier nicht. So, pass auf, ich gebe dir hier einen Schlüssel. Da kommt gleich noch ein Kollege, der fährt mit Ihnen und guckt sich das an. Was möchten Sie, wenn, möchten Sie auch fahren? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich auch nicht. Brauchen Sie noch einen Bodyguard? Oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Ja, dann fahre ich auch Taxi. Wie? Ja, ich hole Ihnen auch gleich eins. Oh, perfekt. Ich muss mal ganz auf ihn anrufen. Wo bist du denn? Ja, ich schick dir einen hin. Mit dem kannst du mitfahren. Entschuldigung, ja. Ich hatte gerade ein Flashback. Und darf ich mit dem Taxi fahren? Ja, darfst du. Komm. Dankeschön. Ich muss nicht mehr in den Kofferraum. Pass auf, hör mir zu. Du musst zum Krankenhaus, den du abholst. Das ist Sebastian, heißt der. Krankenhaus Sebastian. Ist der? Genau. Was hat der? Hast du mir die Schlüssel gegeben? Ja. Entschuldigung, haben Sie mir die Schlüssel? Oder duzen wir uns schon? Nee, ne? Ja. Aber wir duzen uns schon. Na, ich hab dir den Schlüssel gegeben. Ach so. Entschuldigung, Herr Röhrig. Ich dachte, wir machen Duzis. Pass auf, du musst aufschließen. Moment, ich muss aufschließen. Ich weiß genau, wie das geht. Das ist so wie mit der Rikscha. Nee, das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, ich habe noch Jetlag. Wisst ihr? Ja, Igelkopf. Das Problem ist, dass ich Jetlag habe. Was geht? Was arbeitest du denn? Ja, ich bin hier beim Röhrig gerade. Ich glaube, wir holen dich gleich ab. Ja, wir holen dich ab. Was ist das für eine Musik hier? Habt ihr gerade die Musik gehört? Ja. So, jetzt fahre ich. Nee, ich krieg das Auto nicht. Jetzt? Was? Hallo? Halt du ich doch die ganze Zeit. Hast du mal auf N geschaltet? Aha. Jetzt fahr los. Sorry, aber in Indien fährt man die Autos anders. Außerdem bin ich noch nie gefahren. Tschüss. Freiheit. Oh, falsch abgebogen. Oh, Entschuldigung. Oh, wir kommen hier wieder runter. Wah! Oh, oh, Ah, ist nur ein Kratzer, oder? Wo bin ich? Nee, das bringt nichts. Oh nee. Ja, Herr Röhrig. Gut, hat er nicht meine Telefonnummer. Hallo. Hallo, Ranjit. Hallo, Hafe. Sag, wo bist du denn hin? Bist du schon bei Sebastian? In der Nähe. In der Nähe, okay. Ich bin nicht weit. Ich hab nur ein ganz. Es ist kein Unfall oder so. Was für ein Unfall? Nein, das Auto ist ganz. Es ist sogar sauberer als vorher. Ich hab sogar ein bisschen geputzt. Tschüss! Okay, bis später. Oh. Heilige Brahma, hilf mir doch mal ein bisschen. Brrr. Auto, geh weg. Geh doch mal. Wie kann man nur. Ich krieg den Job nie. Ich bleibe jetzt hier sitzen und rufe mir ein Taxi.
Ranjit? Also es ist alles gut. Das Auto ist im tadellosen Zustand. Was für... Ist das Auto kaputt? Das Auto ist in einem tadellosen Zustand. Wo bist du denn jetzt, Ranjit? Das sage ich dir gleich, sobald ich weiß, wo ich bin. Aber, die gute Nachricht ist, das Auto ist in einem tadellosen Zustand. Ein unfassbar tadelloses Auto. Aber warum rufst du denn jetzt an? Weil. Brauchst du Hilfe? Ja, aber das Auto kann nichts dafür und ich kann auch nichts dafür. Wieso kann das Auto und du nichts dafür? Weil wir nicht schuld sind. Ihr seid nicht schuld. Okay, wo bist du? Sollen wir zu dir kommen? Brauchst du Hilfe, oder? Ich sag dir, was passiert ist. Okay, erzähl, was passiert okay. ist. Okay, ich bin ordnungsgemäß auf der Straße gefahren. Okay, auf der Straße bist du gefahren, okay? Und ich wollte abbiegen. Und ich bin auch abgebogen, aber die Straße, die ist nicht so abgebogen, wie ich das wollte. Wie die Straße ist nicht so abgebogen, wie du das wolltest? Bist du von der Straße abgekommen? Ich bin nicht von der Straße. Die Straße ist von mir abgekommen. Die Straße ist von dir abgekommen? Ja. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt fährt das Auto nicht mehr. Obwohl das Auto ist. Das Auto fährt nicht mehr. Ja, aber das ist nicht schuld. Das Auto funktioniert noch. Das Auto funktioniert, aber es fährt nicht mehr. Es fährt nicht mehr, weil es stecken geblieben ist. Aber. Stecken geblieben. Ich kann nichts dafür und das Auto kann nichts dafür. Das war die Straße, die ist. Die. Jetzt bin ich hier. Oh! Die haben auch einen Coop hier. Kenn ich aus der Schweiz. Name. Ein Überfall! Hellfrei seid nur ein 3, Motherfucker! Hellfrei seid nur ein 3, Motherfucker! Schnell hier raus! Hellfrei seid nur ein 3, Motherfucker! Ich bin unsterblich. Okay, es wird mir langsam Spaß auf. Gemacht? Ich glaube, ich wurde zufällig erschossen. Ich versuche mal Mediziner zu bestellen. Einen Moment. Kein Problem, ich bleib hier liegen. Ich habe gedacht, ich werde Los Santos nicht in Mügeln. Auf Brown! Bin ab! Ja. Hans Peter! Was ist mit dir passiert? Hans Peter! Ich weiß, wie du blutest! Ich halte die Wunde zu, was ist hier passiert? Ich glaube, ich könnte was. Wo ist die Krankenwagen? Ich glaube, es hier. Mediziner geht nicht ran. Ich glaube, ich könnte was. Holen Sie Tücher, Handtücher, irgendwas! Ich glaube, ich könnte. Ja, darf das Opfer mal was sagen? Ja, erzähl. Ich glaube, ich könnte was von deinem Hustensaft gebrauchen. Haben Sie schon den Krankenwagen gerufen? Geht nicht ran. Ich versuch's trotzdem. Geht nicht ran, ach du Scheiße. Mich ruft. Nee, ist immer noch besetzt. Der Krankenwagen ist besetzt? Der Krankenwagen ist besetzt. Entschuldigung, ich liege hier im Sterben. Und der Krankenwagen ist besetzt. Ach, der alles wieder gut, jetzt hier nicht so pessimistisch ran sich. Ranzig. Wie heißt ich? Hast du Ranjis zu mir gesagt? Ich bin kein Ranjis. Das kann doch nicht sein. Wer war das denn? Haben die irgendwelche Normen gesagt? Ich glaube, der eine hieß Mada und der andere hieß Facker. Herr Röding. Gut. Ja. Es tut mir wirklich leid. Dem Auto ist nichts passiert. Das sieht besser aus als ich. Zu, aber es ist ein glatter Durchschuss. Es ist ein glatter Durchschuss? Ja, ist alles gut. Die Kugel steckt zumindest scheinbar nie drin. Die beiden waren... Nee, das ist die Polizei. War das nicht Farid Bang schon wieder? No, God! No! Hallo, Paul. Einen wunderschön. Hallo. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich kenne das Fahrrad. Das ist aus E.T. Hey. Woher weißt du das? Ja, wollen Sie einfach mal bitte vom Unfallort wegfahren, Sir? Ja, klar. Auf jeden Fall mache ich. Jetzt. Ich wollte nur hilfsbedürftigen Menschen hier. Ja, und, haben Sie sehr gut gemacht. Zivilcourage wollte wunderbar, ich vielen Dank. Für Zivilcourage bist du eine Viertelstunde zu spät. Ja. Du, das liegt an dem Fahrrad. Gut, Sir, ich... Heute bin ich Millionär, nie wieder Arbeer Kilos. Hallo? Kann man losfahren? Ich blute. Ja, mein Kollege kommt sofort. Dann blute ich ein bisschen hier rum. Kann ich auf die Sitze?
Was? Musst du auf Toilette? Nein, ich hab... Entschuldigung, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Ich lehne mich hier an und jetzt geht's her. Ah, oh, ja. Los, ja. Hat irgendwer gut weiterführende medizinische Kenntnisse? Wir müssen uns das ein bisschen genauer angucken. Aber die Leute haben dreimal auf mich geschossen. Habe ich drei Wunden? Dankeschön. Oder haben die, sind naja, die einfach Sprayer? Ich würde sagen, ja. Boah, ich hätte mich ja voll verlaufen. Geht das so? Ja, ich muss ein kleines Päuschen machen. Alles klar. Hast du die Zeit? Ich muss erstmal Luft holen. Wenn wir irgendwie helfen sollen, ja, sagen Sie Bescheid, Sir. Ich bin schon draußen, ich hab mich rausgelassen, Entschuldigung. Alles Gute. Tschüss. Ja, ich hab ein Taxi. Was? Taxi? Ja, mein Auto steht nach oben. Was? Mein Auto steht nach oben. Ich glaube, du brauchst eher einen Zahnarzt als ein Taxi, ich verstehe kein Wort. Ich hab mir nur... Hallo! Herr Röhrig, ich kann alles erklären, Ihr Taxi, sollen wir zu Ihrem Taxi fahren? Hab ich bereits abschleppen lassen. Aber er hat sein Auto an der Tatortstelle gelassen. Ja, mein Auto steht noch da. Könnt ihr übersetzen? Hast du dir auf die Zunge gebissen? Könnt ihr übersetzen, was der sagt? Ich verstehe den nicht. Ich glaube, die haben die Zunge weggeschlossen. Ranji, die habt ihr den Hut mitgebracht. Was? Guck, was ich aufhab. Was? Den wolltest du da haben? Ich verstehe dich auch nicht. Das muss die Schusswunde sein. Was? Nimm doch mal den Schwanz aus dem Mund, Hans! Ich hab gesagt, ich hab dir einen Hut gekauft, den wolltest du da haben. Er hat gesagt, dass er einen Hut hat für dich. So. Und dann bin ich, schauen Sie, Herr Röhrig, den ganzen, da vorne, den ganzen Hügel bin ich hochgefahren. Und ich wollte eigentlich wieder runter, aber anstatt runter bin ich hier auf der Seite und dann lag ich da im Wasser und dann konnte ich nicht mehr weg. Weißt du, was das Schlimmste dabei ist? Nein. Wir haben gerade das Auto abschleppen lassen. Und weißt du, was wir gefunden haben? Mein Führerschein? Nein, den hast du anscheinend ja nicht. Zwei Kaninchen, die hast du überfahren. Ich habe zwei Kaninchen? Drei. Ich habe drei? Ja, die lagen vorne im Motorhaube. Nein! Ich habe noch nie ein Tier umgebracht. Nee? Nein. Hast du schon mal Tier gegessen? Nein. Bist du Veganer? Ich esse keine Tiere. Machst du Burger? Also ich... Nee, ja, Veggie-Burger wäre nicht schlecht. Haben Sie einen? Moment, ich nehme mal die Frikadelle runter. Stellen Sie auch... Ja, bitte. Stellen Sie auch... Ist das ein Veggie-Burger? Ich hab die Frikadelle rausgenommen. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Aber den Bacon habe ich draufgelassen. Hast du mal die Tür abgerissen? Wieso? Jetzt, ja. Olaf, zeig Ihnen das mal bitte, wie das funktioniert. Gut, also, ich bin jetzt die Taxileitstelle. Ich mach dir das Auto an. Ja, super, vielen Dank, das ist lieb. Vorsicht, fahr das nicht, Vorsicht! Entschuldigung, Vorsicht. Aber es ist verdammt eng hier, Herr Röhrig. Entschuldigung, Herr Röhrig. Ja, hier auf Seite. Aber ich bin versichert. Herr Röhrig, ich bezahle alles, Sie können das von meinem Gehalt abziehen. Welches Gehalt? Warte mal, ich hab keinen Anruf. Warte, wir haben gleich einen Job. Warte mal. Ja. Taxizentrale Downtown Camp Röhrig. Können wir die Firma umbenennen Röhrig und Bombalapadär? Was machst du da? Ja, die Straße. Nein, das ist rückwärts. Aha. Links. Ah, das andere links. Ich bin gleich soweit, Herr Röhrig. Moment, kann sich nur um Sekunden handeln. Ich warte. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Warte, ich hab... Links. Welches links? Ja, nein, fahr einfach hier ist kein... Hier hoch. Fahr einfach mit der Kurve. Hier hoch. Nein, auf die Straße. Bitte vor auf die Straße. Taxizentrale Röhrig, hallo. Hier hoch. Links, umdrehen. Umbringen? Wen umbringen? Straße folgen. Welche Straße? Die linke oder die rechte? Die rechte.
Es könnte aber auch die linke Straße sein. Ja, ist aber zu lang, da wollen wir ja gar nicht hin. Es kommt nämlich drauf an, von welchem Blickwinkel man auf die Straßen guckt. Es ist alles eine Frage des Blickwinkels, Herr Röhrig. Herr Röhrig? Ja, sag mal, bist du irgendwie sowas wie die Vorhölle? Bin ich tot? Haben Sie Familie, Frau, Kinder, Freundin? Ich hab eine Ex-Frau. Müssen Sie der Geld bezahlen? Nee. Die ist tot. Oh, das ist mein Beileid. Das ist nicht schlimm, ging mir eh auf den Sack. Links. Woran ist denn die Frau gestorben, wenn ich fragen darf? Ist offen. Konnte nicht schwimmen. Wusste ich aber nicht. Das, und dann waren Sie am Baggersee oder wo? Wo die so. Also Sie beide waren auf dem Boot und zufällig ist sie aus dem Boot ins Wasser gefallen und konnte nicht schwimmen? Was heißt zufällig? Sie saß ja im Rollstuhl. Und ich habe vergessen, die Bremse dicht zu machen. Und dann ist sie losgerollt. Und ich komme nicht hinterher. Und habe ich gedacht, entweder brichst du mir jetzt was, wenn du nachher rennst und rutscht vielleicht noch aus. Oder sie rollt halt. Ich dachte ja, sie kann schwimmen. Aber wusste ich ja nicht, dass sie ohne Beine nicht schwimmen kann. Also das war nicht Ihre Schuld. Das gab einen Freispruch, oder? Ja, finde ich auch. Oder, natürlich. Oder... Brems! Entschuldigung. Vor rechts. Vor rechts auf der Straße. Entschuldigung. Holt an! Nein! Herr Röhrig, ist alles gut bei Ihnen? Herr Röhrig? Herr Röhrig? Oh, ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Ich hasse dich. Ich glaube, ich... hasse dich. Herr Röhrig? Ich hasse Sie. Das zahlt auch die Versicherung. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal eben stehen. Ich will mal eben kurz das Auto angucken. Fahr nicht weiter. Warten Sie, ich fahre ganz kurz an den Rand, damit wir nicht überfahren werden, weil hier ist eine sehr geschäftige Straße. Hier passiert viel. Ah, oh nein. Bleib mal kurz hier stehen, ja? Ich hol mal ganz... Hier, bleib du da stehen, ich ja? Ich guck mir nur ganz kurz... Ja. Oh. Herr Röhrig, gehen Sie eine Runde kotzen, Herr Röhrig. Herr Röhrig! Tun Sie das nicht! Springen Sie nicht! Erstmal rechts, links, nochmal links, nochmal rechts. Ich weiß nicht mehr. Was hab ich da... Weiß ich, wenn ich jetzt hier springe, tut das weh. Es tut mir leid, Herr. Wissen Sie, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte über mein Taxi, ja? Ja. Wir hatten eine ganz schwierige Zeit, uns hat über den Ruin getrieben. Ich habe mir wochenlang den Arsch aufgerissen. Ich dachte, jetzt geht's bergauf. Und wissen Sie was? Dann kommen Sie. Wegen Ihnen kann ich jetzt direkt wieder anrufen, so, hallo Herr Zwegert, ich bin's wieder, kommen Sie mal vorbei, alles im Arsch, ich komme nicht mehr zurecht, alles wieder pleite. Es tut mir leid, Herr Röhrig, ne, immer ja. Noch mit R. Ja. Also, ich erzähle Ihnen auch eine Geschichte. Ja. Moment, ich muss pupsen. Ja, ich habe halt keinen... Ich hab nie wirklich ein... Es tut mir leid, Herr Röhrig, ich hab keinen Führerschein. Ich weiß nicht, wie man Auto fährt. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß, deswegen wollte ich ehrlich mit Ihnen sein. Damit nichts zwischen uns beiden steht. Weil ich glaube, wir beide haben eine relativ kurze Zukunft. Wir haben... Ja, wenn du so weiterfährst, haben wir eine sehr kurze Zukunft. Da hast du recht. Wir haben eine ziemlich gemeinsame, lange Zukunft. Wenn, vielleicht soll ich... Können Sie mir den Führerschein, Herr Röhrig... Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Wir holen erstmal den Fahrgast ab. Das ist aber eine schöne Aussicht, Herr Röhrig. Taxizentrale Downtown, ich bin in der Hölle willkommen. Das Auto fährt doch noch. Es ist nur ein Kratzer. Ich kenne jemanden. Wenn wir das Auto nach Indien schaffen... Ich sage, also. Ich verrate Ihnen was, Herr Röhrig. Bevor ich nach Los Santos kam, hat mir meine Tante Majula gesagt, weil ich gesagt habe, ich würde gerne Taxifahrer werden, hat sie gesagt, schließ eine Versicherung ab. Und ich sage Ihnen, ich habe eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, das ganze Auto wird komplett neu bezahlt. Von meiner Versicherung. Ja? Ja. Gut, dann fahr weiter. Und jetzt nächste links. Moment, ich setze besser einen Blinker.
Ja. Stopp, halt, hier ist ein Stopp. Nee, da, Entschuldigung, darf ich das machen? Okay. Ich fahre. Nee, ihr blinkt aber besser. Können Sie nochmal blinken? Ja, der ist nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich rechts geblunken. Können Sie nochmal links blinken? Hallo, Taxigäste. Du musst hingehen. Das Auto ist so gewollt. Wir haben das Auto frisiert. Nicht. Also schneiden Sie sich an. Das war. Muss ich einen Helm aufsetzen oder so? Oh, ich muss mich auch anschneiden. Gute Fahrt. Alles klar. Wir haben die Fenster haben wir offen. Sie können sie nicht mehr schließen. Vorne ist auch alles frei. Also es ist sehr, sehr luftig und nett dem Wetter angepasst. Würde gerne zur Verwahrstelle. Ich muss aber nicht hier weg. Oh Gott, die ist auf der ganz anderen Seite. Oh nein, die ist so weit weg. Oh, dreh um. Okay. Gute Fahrt. Mit dem Auto. Ach so. Ja. So. Links. Links, 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 links. Nein, jetzt hier, nein. Hier, nein. Was? Nochmal links. Links, pass auf, nein, links. Nochmal links. Jetzt rechts. Nein, rechts. Was? Hier rechts. Dreh um mit dem Auto. Aber da ist er doch hergekommen. Hier rein. Ja, aber Sie haben doch gesagt links. Steht er noch da, nicht, dass ich ihn überfahre. Können Sie den Blinker setzen? Moment, ich mach die rote Ampel aus. Sie machen die rote Ampel aus? Mhm. Was haben Sie? Sie haben Sie was? Ausschalten? Ja. Ah. So, Licht ist aus, Frau Weiler. Wieso haben Sie eine Knarre, ja, Herr Röhrig? Wegen Ihnen! Wie geht's? Herr Forkast, wie heißen Sie denn? Ich bin Lucifer und ich weiß nicht, ob ich hier drin sitzen will. Du bist... Entschuldigung, aber mit dem Teufel fahre ich nicht. Nee, ich auch nicht. Stecken wenigstens die Schlüssel. Heißen Sie wirklich Lucifer? Ja. Ja. Hallo. Ich schaffe denn alles gut? Alles in Ordnung. Hallo. Wir fahren nur gerade mit dem Teufel und Lucifer. Jetzt habe ich geblunken oder geblinkt oder geblankt. Herr Röhrig, Sie haben den Blinker vergessen. Können Sie den nach rechts machen, ganz kurz? So, jetzt habe ich wieder zurückgeblinkt. Blunken. Geblunken, okay. Geblunken. Ist es ein starkes, schwaches oder mittelstarkes Verb? Nee, es ist ein schwaches Verb, oder? Geblunken. Ich weiß es nicht. Ja, Sie sind doch hier die deutsche Sprache. Nee, ich bin... Ja, aber ich bin froh, dass ich in der Schule war. Ich war nicht Mathe, ich war Meckis. Und Deutsch kann ich auch nicht. Meckes? Haben Sie haben Sie das studiert? Ja. Mit Abschluss oder ohne? Also wenn Kacken als Abschluss zielt, ja. Herr Lucifer, soll ich was singen noch? So als Zeitvertreib? Ja, bitte. Ja, bitte. Bandesandarandande. Bandedongarandande. Lassendere von da. Bandede. Herr Röhrig, ich glaube, Sie sind ein schlechtes Navi. Links. Sie sollten das ein bisschen früher ansagen. Genau. Dankeschön, Herr Lucifer. Ah, wunderbar. Gut. Gott sei Dank. Wo soll ich halten? Halt einfach an! Wo? Wieso? So stehst du gut! Ha? So stehst du gut! Mach nicht die Reifen kaputt! So. Bitte nicht! Hör auf, Gas zu geben! Reifen, also hier! Nicht. Wie Platz. Hier? Hör auf, Gas zu geben! Soll ich? Bitte, wo soll ich? Auf welches? Bitte, wo soll ich denn halten? Aber Sie müssen auch sagen, wohin! Gut! Mach die Handbremse rein! Okay, dann mach ich hier! Mach ich das? Vielleicht sollte ich doch ein Stück weiter vorne. Oh Gott! Hier! Schauen Sie hier! Oh, da ist ja offen! Da kann ich ja hier reinfahren! Okay, hier lasse ich Sie raus. Ist das okay für Sie? Hier sind Sie sicher. Kommt hier ein Zug oder was? Ich kann nicht lang stehen bleiben, bitte. Da könnte eine Straßenbahn kommen. Herr Lucifer? Herr Lucifer? Wo sind die denn? Unverschämt. Einfach gegangen, ohne zu bezahlen. User in your channel was banned from the server. Ich hab den Taxometer habe ich nicht angestellt, Herr Röhrig. Tut mir leid. Ich wurde entlassen. Sie haben mich einfach gefeuert? Dürfen Sie das? Ich bin der Chef. Der Taxometer sagt 3000. Achso, ja, warte, dann machen wir mal 1000 mehr. Ich habe jetzt 2000. Nein, hören Sie mal. Moment. Oh, Alter! Oh. Was machst du denn? Schon wieder kaputt. Oh, mein Taxi! Der eine hat einen Mundschutz an. Jetzt werde ich wieder erschossen. Und für Sie das nächste Mal, wenn Sie einen Unfall bauen, dann wird der Wagen nicht bewegt. Ja, wenn Sie okay. Schon die Polizei rufen. Weiß ich Bescheid. Gut. Eine Frage noch, Herr Polizist. Wer ist Ihr Friseur? Wenn mein Frisur ist. Ja, das ist warum wollen Sie das denn wissen? Ist eine schöne Frisur, die habe ich lange nicht mehr gesehen. Bestimmt 40 Jahre nicht mehr. Komm mal. Chef, darf ich fahren? Pass auf. Was?
wenn Polizei da ist. Ja. Und die wollen ihm am Karren pissen. Ja. Denn lüg. Ja, wie du noch nie zuvor gelogen hast. Ich hab doch gerade gelogen. Ich hab gesagt, es wäre eine schöne Frisur. Herr Röhrich? Ja. Darf ich Auto fahren? Ja. Oh, das ist aber lieb von Ihnen. Oh! Scheiß! Ah, oh, tut mir leid. Tut mir leid, Herr Röhrig. Was machst du? Ich, Idiot. Es tut mir leid, Herr Röhrig. Ich habe mich so gefreut, Auto zu fahren und da habe ich nicht gemerkt, dass Sie Auto gefahren sind. Ich habe einen Verbandskasten in der rechten Tasche. Ja, der bringt nichts. Musst du einen Augenblick warten. Aber ich kann dir währenddessen ein bisschen die Haare schneiden, wenn du willst. Muss ich schon wieder warten? Ich schneide dir ein bisschen die Haare. Nein! Komm her! Ich mag meine Haare! Hey, komm her! Da müssen wir abschneiden! Nein! Herr Röhrig, das ist Körperverletzung! Ja, dann werde ich doch! Das kriegen Sie zurück! Ich kann Sie noch nicht mal sehen! Na, jetzt kann ich Sie sehen! Ich glaube, da kommt ein Transvestit. Entschuldigung, hallo. Können Sie erste Hilfe leisten? Hallo? Wollte der Fahrgast nicht zahlen oder was haben Sie mit dem gemacht? Holy shit, ist das warm geworden! Sie haben aber eine sehr tiefe Stimme für eine Frau. Was? Ich bin keine Frau, der Herr. Ich sehe nicht das so gut. Das ist Walter und er ist der stärkste im Knast. Was? Was ist hier passiert? Der Mann steigt ja vor beim Taxifahren aus. Wer? Was? Er hat den da liegen. Ja, tut mir leid. Er ist voll gegen die Stange gekippt. Was ist mit dir passiert? Sei froh, dass es die Stange war. Unverschämt. Aber eine andere Stange wäre vielleicht nicht so schmerzhaft gewesen. Scheiße, was ist das für ein Lachen? Nicht? Sie haben da einen heißen Schlitten, haben Sie da. Also ich meine nicht die Frau, ich meine nicht den Mann, ich meine das Auto. Ja. Oh, schade, ich dachte schon, Sie reden von mir, ey. Oh, Mensch. Hat so ein Typ namens Sunshit, hat die Stange geküsst. Ich hab die Stange nicht, die Stange hat... Nein, die Stange geküsst, das klingt falsch. Ey, wie heißt es nochmal? Der am Telefon fragt, wie war die Stange? Wie die Stange war? Je. Die war ziemlich hart. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Warst du schon mal in Indien? Von Idioten übergeben. Nee, aber ich esse indisch Curry und so. Ich weiß, du kannst sehr gut singen, komm. Bandaranda, aber das ist nicht seine Musikrichtung. Nee, ist egal, aber... Was ist denn deine Musikrichtung? Jetzt. Hörst du zu, wie... Hört, wie viel Rapper Mecker auf diesen Tracker Turvy. Ich mecker meine Stimme, ne? Wie viel Black und Decker rettet hätte. Nicht wie viel am Wecker am frühen Morgen. Ich finde, sie ist ermordet mit vielen Worten. Wie zum Beispiel hier. Denn was ist mir Hip-Hop als das? Ich bitte so krass. Ich aber auch. Bitte sag was. Fick, wer du bist. Fick, was du machst. Du bist ein opferloser Mindflow. Biggie Meets, Pac Meets. Dr. Cooper. Yo! Komm. Guck mal, ich mach so ein klassisches Lied. Okay. Ich sing so. Hast du eine Gitarre dabei? Yeah, da ist eine Gitarre. Ich hab ihm gerade meine Gitarre gegeben. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, bend on a river, life is so big, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Ich lass mich untersuchen. Wo sind die Ärzte? Der blaue da. Der blaue ist ein Arzt? Moin Röhrig. Was kann ich für dich tun? Ich hatte heute einen Unfall. Ich wurde erst angeschossen. Dann hat mich die Polizei ein bisschen behandelt. Aber die haben gesagt, ich soll mich ein bisschen mehr behandeln lassen. Und deswegen komme ich zu Ihnen. Ja. Die haben eine Schusswunde? Ich wurde angeschossen. Ach so, ich dachte, Sie hatten einen Unfall. Huch, hier ist jemand drin. Oh, Entschuldigung. So, jetzt. Hier, schauen Sie hier. Da, genau da am Bauch wurde ich angeschossen. Und die Polizei konnte die Blutung stillen mit Kompressen und Zäpfchen. Da, wofür ist denn wofür ist die Pistole da? Schauen Sie mal, ganz kurz. Eine Pistole? Da ist, ja, die Pistole da. Das ist eine Knochensäge. Und tschüss. Ja. Nee. Entschuldigen Sie bitte, Herr. Ja.
Darf ich kurz wissen, wofür das da ist? Lassen. Da steht Analloop drauf. Passen Sie auf. Sie bleiben stehen und ich gehe rückwärts hier raus, okay? Nee. Was haben Sie denn mit dem Zeug vor, Knochensäge und... Ich hab damit gar nichts vor. Ich wollte doch... Ich soll mich doch um Ihre Schusswunde kümmern, oder nicht? Aber nur meine Schusswunde. Ja, natürlich. Sie brauchen dieses Zeug nicht, dieses Loop. Nein. Ihr Name ist dann wie? Weil ich sehe Sie hier im Dokument noch nicht eingetragen. Also ich habe heute als Praktikant den Dienst angefangen. Ich heiße Ranjit Bombalapatea. Ah, okay. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Herr Philipp Knicker. Dann geben Sie mir doch mal gerade Ihr Geburtsdatum. Also, wann haben Sie den Geburtstag? 20.05.73. Ich okay. buchstabier mal. 2.0.05. Ihren Vor- und Nachnamen können Sie gerne buchstabieren. Erstmal der Vorname. Ranjit. R-A-N-J-I-D. Okay. Okay, R wie rückwärts, A wie Anal-Loop, N... Mit Ihrem Vornamen bin ich doch schon längst durch. Also, Entschuldigung. Warten Sie, ich habe noch ein A im Nachnamen. Bombe Lapatea. B wie Bombe. O wie das O von Bombe. M wie das M von Bombe. Ja? B wie das B von Bombe, also das zweite B. Ja. E wie das E von Bombe. Bombe. Ja. L, Bombe, L, A. L wie Lustmolch. Ich weiß nicht, warum ich auf diese Sachen komme. Ja. Bombel A. Bombe A wie die Dose da hinten. Bombel A. Gut, okay, dann würde ich Sie wieder nach vorne bringen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und gute Besserung und viel Spaß beim Taxifahren. Vielen Dank, Herr. Jetzt habe ich Ihren Namen. Knicker, Philipp. Knicker. Vielen Dank. Ja, richtig. Vielen Dank, Herr Knicker, das ist sehr nett. Kann ich die Knochensäge mitnehmen? Nein, aber. Wenn Sie möchten, können Sie die Creme mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Sie sowas brauchen. Ich glaube, die ist hier besser aufgehoben. Wenn Sie das nächste Mal da sind, können wir ja gleich mal... Vielleicht hat es auch einen Sinn, dass Sie bei der nächsten Behandlung da reinkommen. Oh nein. Gehe ich lieber aufs Klo. Oh. Kann ich mir noch schnell die Hände... Kann ich mir noch schnell die Hände waschen? Ja, na klar. Alles klar. So. Ich höre Stimmen. Ja, ich weiß. Nein, es geht mir alles gut. Vielen Dank, Herr Röhrig. Übernehmen Sie die Rechnung? Ich habe ja noch keine Krankenkasse. Wie bezahlst du, wenn du einen Unfall hast oder so? Was? Wie bezahlst du denn Mediziner, wenn du einen Unfall hast? Ich mache doch keine Unfälle, Herr Röhrig. Und dann, beim Autofahren bist du so erfolgreich wie der HSV beim Fußballspielen. Was ist ein HSV? Das ist bei uns in Deutschland so ein Verein. Aha. Was spielen die? Tischtennis? Ich glaube ja, manchmal ja gefühlt. Darf ich fahren, Herr Röhrig? Ja. Wir fahren erstmal was zu essen holen und dann müssen wir jemandem was zu essen bringen. Wir müssen wieder zum... Ja. Gute Idee. Jetzt die Straße vorne. Nein. Hier vorne rechts. Sie hören sich ein bisschen fertig an, Herr Röhrig. Ich... Und, haben Sie Kinder? Ja. Links, da ist eine Lade an der Tankstelle. Können Sie sagen, links oder rechts, bevor ich an der... Also, ja, tut mir leid. Jetzt hier links an der Tankstelle. Ach so. Ups, ich hab die Tür verpasst. Aber ich hab auch Kinder. Ich hab meinen ersten Sohn hab ich damals im Schwimmbad gezeugt. Was? Meinen ersten Sohn hab ich damals im Schwimmbad gezeugt. War das ein Unfall? Ja, ich bin ausgerutscht und hatte eine Latte währenddessen und bin ich reingefahren in meine Frau und zack, schwanger. Jetzt hier die nächste links. Die nächste wieder links. Und dann danach die nächste rechts. Nein, die nächste, nee, erst links. Was? Können Sie, aber das Problem ist, ich kann mir doch nicht drei Sachen hintereinander merken. Sie können Sie nicht sagen links und okay, wenn ich links gefahren bin, links. Und links. Wenn ich rechts gefahren bin, dann... aus links. Hier. Ja, hier links. Okay. Gut, und nächste rechts. Nein, die nächste... Ich hasse dich. Was denn? Sie haben gesagt, die nächste rechts. Links. Links. Jetzt wieder haben Sie Ihre Meinung geändert. Also, wie alt ist Ihr Sohn? 12. Aber der will mit Ihnen nicht mehr aufs Boot, kann das sein? Nee. Wie heißt denn Ihr Sohn? Rechts.
Rechts? Hier ist Ihre Frau, links? Ja. Links, bring was zu essen. Rechts hat Hunger. Nee, er ist Steve. Was? Steve. Wie tief? Steve. Ach, Steve. Ja. Er hieß Steve. Was heißt hieß? Hat er es auch nicht gepackt? Wir können nur zwei... Nee, alles gut, alles gut. Gut. Können nur was wollt ihr denn zuerst sehen? Zeigst du mir alles, was du, was Sehenswürdigkeiten hier von Los Santos ist? Ey, der Typ steigt ständig ein und aus. Was mit dem? Sollen wir lieber den anderen mitnehmen? Der Fahrzeug ist abgeschlossen. Der Fahrzeug? Jetzt, probier mal. Der Gerät? Probier mal. Die Gerät. Steig ein. Oh, ich sehe das Observatorium. Genau, das ist das Observatorium. Okay, was ist hier? Hier sitzen die Russen und observieren. Dranje, du hast die Führung. Los geht's. Ich kenne mich doch gar nicht aus hier. Meine Herren und Herren. Hier ist die andere Hälfte. Das sieht ja mal geil aus. Ja, ne? Naja, Quelter ist ja. I'm the king of the world! Nicht springen. Nein, ich spring nicht. Ich hab das unter Kontrolle. Nee. Nein! Entschuldigung. Ja. So viel zum Thema, sie haben das unter Kontrolle. Spring! 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 Was hat er mit uns vor? Der hat so eine ganz komische Creme dabei, da steht Analloop drauf. Ich weiß nicht, ob wir dem Typen folgen sollen. Ich lasse ihn gerne den Vortritt. Nein. Oh, hier ist Fame or Shame. Okay, ich singe euch was vor und ihr sagt, ob ich eine Runde weiter bin. Hallo. Ich habe gerade ein Brett vorm Kopf. Ich habe eine Interpretation von Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Okay, hau raus. Habe ich für euch vorbereitet. Wen soll ich hauen? Es geht noch weiter. Here's a little song I've wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Bin ich weiter? Okay, Röhrig, Sie sind dran. Ich bin nur der Kameramann. Kann ich ein bisschen Musik dazu haben oder ist das schlecht? Kommt noch. War das Lied schon oder kommt noch was? Ach du Scheiße, der hat ja voll Beat. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Bam, badam, bam, steh bam, hier! Steh bam, hier bei Fame or Shame, yeah! Steh hier! Stehe hier bei Fame or Shame, yeah. Stehe hier bei Fame or Shame. Und da ist der Ranjit, der sitzt da hinten und der kann mich bewerten. Aber Autofahren kann er nicht, weil er fährt wie ein Stück Scheiße. 99. Das reimt sich gar nicht. Auf ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Darum schickt er einen General eine Fliegerstaffel hinterher. Alarm zu geben, wenn's so wär. Dabei waren dort am Horizont nur 99 Luftballon. Der Düsenflieger jeder Wolke. Und so, ich weiß nicht, ob das reicht für die nächste Runde, Leute. Wie willst du mich verarschen? Ich bin dein Chef. Was ist mit euch beiden? Wollt ihr auch nochmal singen oder was? Nein, ich bin hier nur in der Kamera. Nee, ich will nicht nochmal singen. Komm mal mit. Pack dir mal einer links, einer rechts so auf die Bühne mit dir, komm. No, ich bin nur der Kameramann. Komm. No, ich kann nicht singen. Komm, kannst du was reden? No. Komm mit. No. Komm mit. No, hör ich zahl nicht. Du singst jetzt, du Sack. No, ich kann nicht singen. Okay, ich zahle auch das Doppelte, wenn ich nicht singe, okay? Das Fünffache. So, lassen Sie mich. Das was? Das Fünffache. Das Zehnfache. Die Kohle habe ich gar nicht. Dann arbeitest du für mich, bis du deine Knechtschaft abgearbeitet hast, du Sau. Das hat Spaß gemacht hier, Fame or Shame. Ja. Oh, mir ist die Tür gegen den Kopf gefallen. Was mit dem Fahrzeug los? Wir könnten als nächstes, könnten wir... Jawohl, wir schießen hier! Da fehlt eine Tür?
Ja, ist nicht so schlimm. Die fehlt schon die ganze Zeit. Ah, jetzt. Oh. Du kommst hier nicht durch. Nee. Also ich mag die Stadt, Herr Röhrig. Das freut mich. Was? Das kaputt ist nicht auf Hebel gekommen. Oh, ich glaube, das ist ein Übungsplatz für Taxifahrer, Herr Röhrig, oder? Hier kann man die Verkehrsregeln lernen. Ja, da müsstest du mal hin. Ja, das machen wir noch. Aber jetzt müssen wir erstmal die zwei Kunden... Oh, ich habe die Tür nicht zugemacht. Was ist denn jetzt hier hinten los, Mensch? Hier geht alles auf. Ich würde, das ist ein Garantiefall, Herr Röhrig. Das, oh, wir müssen hier schnell weg. Fahren wir jetzt zu Ihnen, Herr Röhrig? Ja, hier wohne ich auch. Kann ich da schlafen? Ja. Oh, das ist aber lieb von Ihnen. Sie sind ein ganz netter Herr Röhrig. Mhm, bestimmt. Ich hätte sorry, ich habe keinen Blinker gesetzt. Da darfst du dich auf die Couch legen. Oh, das ist lieb. Schauen Sie her. Das sieht gut aus. Ja, ne? Oh, das ist also wirklich mit diesen Schmerzmitteln und Analgetikum. Jetzt? Jetzt? Nee? Jetzt? Ich muss immer gucken, wie das... Nee? 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 Yay! Das sieht doch gut aus. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Eine Frage noch. Ja. Wo ist das Klo? Da runter, die Tür, dann rechts und dann in den Eimer. Also wie in Indien? Ja. Wenn Sie mich entschuldigen, muss ich mich jetzt besaufen. Schönen Tag noch. Tschüss, Herr Röhrig. Machen Sie es gut. Dankeschön. Ich hoffe, meine Kubenita kommt bald. Ich habe dir einen Container getan und die haben gesagt, die kommt quasi zeitgleich mit Ihnen an. Hallo, ich muss mal kurz rein. Entschuldigung, was wir noch machen müssen, Herr Röhrig. Ja? Meine Kubenita wurde mit dem Container, glaube ich, hierher verschifft. Wir hätten heute vielleicht zum Hafen fahren sollen. Eine Kuh? Ja, eine Kuh. Meine Kubenita. Oh, beim nächsten Mal. Die verreckt schon nicht. Also das nächste Mal zum Hafen? Ja. Alles klar, Herr Roman. Röhrig. Entschuldigung, das ist irgendwie, das sind diese Antiseptika. Herr Bombendroher. Genau. Es war mir eine Ehre. Jo, bis dann. Tschüss. Herr Röhrig, ich habe noch eine Frage. Ja? Können Sie mich auch hören, wenn Sie durch die Tür gegangen sind? Ja. Okay, das war alles. Schrei nicht so. Okay. Okay, dann flüster ich mal besser leise. Das hilft nicht. Hallo? Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Ich musste auf dieser Couch da schlafen. Oh, ein Spind. Aber da passe ich nicht rein. Hä? Der Röhrig hat mich eingeschlossen. Haben Sie Angst, dass Ihr bester Mitarbeiter Sie verlässt? Ich verlasse nicht, Herr Röhrig, aber Sie müssen mich schon rauslassen. Herr Röhrig! Hat er mich einfach eingesperrt? Ich weiß es nicht. Das mache ich immer. Hallo? Harpe? Andrej, was geht? Warum legst du denn auf, Mensch? Ich lege überhaupt nicht auf. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich habe versucht, Röhrig anzurufen. Ich habe versucht, alle anzurufen. Niemand ist da. Ich bin eingesperrt. Wo bist du eingesperrt? Ich bin hier in der Taxi-Zentrale eingesperrt, da, wo ich eingeschlafen bin. Oh, warte, ich sammle dich ein. Wieso hast du gerade viel zu... Doch, wollt ihr doch nicht, was da los ist? Warte, ich komme, ich hole dich raus. Geld, was geht? Wo bist du denn rein? Oh, Entschuldigung. Wo, was? Ranjit! Alter! Oh Gott, du warst doch gerade in meinem Telefon. Ja. Wie lange habe ich denn geschlafen? Ja, scheinbar ein bisschen länger, du. Wieso ein bisschen länger? Ja, keine Ahnung, ist ein bisschen Zeitvergang, zwei Wochen. Wie hast du so lange gemacht? Ja, Mensch, Ranjit, ist viel passiert, Alter. Du hast ein bisschen lang gepennt, du. Der Röhrig ist verschwunden. Wie, der Röhrig ist verschwunden? Der Sperr hat mich eingesperrt und dann ist er verschwunden? Ach, die Scheiße. Hans-Peter? Ja? Alles gut? Ja. Du fährst gar nicht mal so gut Auto. Wo fahren wir jetzt hin? Wir holen Kunden ab. Am Tuning. Was ist denn mit dem Röhrig? Ja, ich weiß es nicht. Soll ich ihn nochmal versuchen anzurufen? Ruf die mal an. Oh, ich bin nicht angeschnallt. Moment. Ist doch nicht besser an, du. Nicht dort, was passiert, du. Anjit? Ja? Anjit, warum rufst du mich an? Oh, hab ich dich angerufen? Ja, das bin ich, Anjit.
Aber du sitzt doch vor mir, warum soll ich dich anrufen? Ja, weiß nicht, man hält ja. Warum telefonierst du mit mir? Ich telefoniere gar nicht mit dir, ich höre deine Stimme. Doch. Du sitzt quasi vor mir, höre ich. Ja, trotzdem telefonierst du mit mir, ich höre dich doppelt. Ja, aber ich habe doch den Rurik angerufen. Ja, nee, ich habe ja nicht, sonst hättest du ja mich nicht angerufen. Aber das ist doch Blödsinn, dass ich dich anrufe, wenn du vor mir sitzt, oder? Ja, ich weiß es ja nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dich jetzt besser verstehen. Das freut mich doch. Ich leg dann jetzt auf, weil ich höre dich ja sowieso. Ja, leg auf, dann nicht. Nö, wer sollte das auch tun? Höchstens jemand, der... Oh, das war aber gut. Wie hast du das gemacht, Hans-Peter? Auf Skill alle habe ich geübt als Taxifahrer. Kannst du nochmal machen? Hat das... Ui. Oh, oh. Oh, oh. Ihr wisst, dass das kein Parkplatz ist? Ja, ich habe nur ganz kurz gehalten, weil ich kurz zum Chef vom Dingens hier hin musste. Ja, dann fahren Sie jetzt rüber auf die Parkplätze, da sind frei. Sie wissen, dass Sie gerade die Straße blockieren. Ich hab Blaulicht dann. Und Sie? Ich hab auch... Bist du schon wieder am Handy? Eine Kuh haben wir bestellt. Ja, die Minita haben wir bestellt. Hier rechts, Range rechts. Ja. Wie nehmen jetzt eine Kuh? Links? Range links? Hä? Links? Ja, Ranjit, deine Kuh ist da. Meine Kuh? Benita ist angekommen. Moment, was machen wir jetzt? Rörig oder Ranjit? Oder Benita? Okay, wo finden wir denn die Kuh? Meine Benita ist da. Benita ist da und der Rörig. Wir holen die ab. Der Ranjit hat sicherlich eine neue dafür dabei. Die Benita, die hört auf den Ranjit. Ja, der hört auf mich. Fass die Kuh nicht an. Hey, können wir zuerst Benita abholen und dann den Rörig? Ich habe Prioritäten in meinem Leben. Wo ist denn der Rörig? Schick ich ihn, kein Problem, ich muss wieder auflegen. Tschüss. Ich hab nur gehört. Ich hab ihn gerade gehört, aber wo ist der? Herr Rörig! Fahr zurück! Okay, tschüss. Herr Rörig! Da links, da steht er. Wo? Da Telefonzelle, fahr zurück! Hä, hey, ich seh den nicht. Okay. Auf die Tankstelle. Okay. Räumchen langsam bremsen! Okay. Da ist wieder keiner hoch hier. Das ist nicht. Hör jetzt auf! Hör auf zu klingeln! Ich krieg den Telefonhörer nicht ab, der ist so schwer! Der hör jetzt auf zu klingeln hier! Mein Gott nochmal! Ich kann doch nicht... Hans, nimm mal ab hier! Ich komm da nicht ran! Nimm ihn mal ab hier! Geh mal ran! Hallo? Herr Rödig! Ist jemand dran? Hallo? Was ist ich denn? Weiß nicht! Ich okay, weiß es ran. Nicht! Da waren so Tabletten und Pulver im Auto! Dann hab ich nehm ab und zu mal Bonbons raus und dann hab ich einen genommen und auf einmal war ich weg. Und ich glaube, die Aliens haben mich mitgenommen oder so. Mein Arsch tut weh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mir tut der Arsch weh. Ach du Scheiße. Kannst du mal gucken? Nee, danke, Herr Röhrig. Ronji, wie kann man Benita beruhigen? Ein bisschen... Was geht, Ronji? Was ist das mit Alles klar, kein Problem, Leute. Er war richtig verstanden. Wieso seid ihr so still? Oh, die sind gar nicht mitgefahren. Oh. Was ist denn Benita? Benita ist Ronjits Kuh. Die haben wir hierher verschifft. Du hast aber eine Kuh? Ich hab eine Kuh. Wie lange bist du schon verheiratet mit deiner Frau? Nein, das ist eine richtige Kuh. Ach so! Na und ich bin nicht verheiratet. Das ist eine richtige... Ich mach links. Ja, so geradeaus weiter. Das ist eine richtige Kuh. Haben Sie schon mal eine Kuh gesehen? Außer Ihrer Ex-Frau? Nee. Dann zeige ich Ihnen mal eine Kuh. Haben Sie schon mal eine Kuh gegessen? Ja. Ja. Also das heißt, Sie haben eine Kuh nur in Fleischform gesehen und gebraten oder gedünstet oder geräuchert oder ge... Entschuldigung, bei dem Thema rassische Maus. Aber wo ist denn meine Kuh? Irgendwie muss die Kuh sein. Ihr habt gesagt, meine Kuh wäre hier angekommen. Ja, irgendwo hier an dem Schiff vorne gesagt. Oh. Du bist so ein Idiot. Scheiße. Komm mal nur. So cool sein. Du musst auftauchen. Komm hoch. Wie komme ich denn hoch? Scheiße! Oh nee! Oh nee!
Herr Röhrisch! Oh, Moment! Benita! Herr Röhrisch! Benita! Mein Baby, weh, Benita! Nicht da! Nicht da, Benita! Blasen, aber das Moment, Benita. Moment, nimm meine Hand, Benita. Hier kannst du. Oh, Benita, mein Schatz. Ich hab dich so vermisst. Conjin, ich hab versucht, dich zu retten. Ich hab versucht, dir Luft in den Mund zu blasen, aber das hat nicht funktioniert. Können Sie auch nicht schwimmen, Herr Röhrig? Nee, ich kann nicht blasen. Ich kann beides nicht. Wir müssen die Kuh ins Auto kriegen. Oh, können Sie den Kofferraum nochmal aufmachen? Ja, ich mach mal auf. Machst du das immer so? Was denn? So, Kuh, rein mit dir! Was? Das wird eng! Benita! Benita, schaffst du es ins Auto zu kommen? Komm! Benita! Nein, nicht aufs Auto! Benita, kannst du denn bitte die Tür auf? Mach mal einer die Tür auf für die Kuh! Oh Gott! Benita, geht's dir gut, Herr? Das kostet, das ist eng! Das war's kurz! Ronny, steig mal ein, kümmer dich um die Kuh, ich fahr! Das ist nur... Was, Peter, mal machen kann ich mir nicht... Nein, halt die Kuh fest! Moment! Hallo? Ich glaub... Benita, geht's dir Kuh? Och, mein Schatz, na? Wie geht's Warum dir? Warum hast du eine Kuh? Ich hab eine Kuh schon immer gehabt. In Indien sind Kühe heilig. Wer war das? Wer war das? Ich glaube, das war der Röhrig. Ich war ein Röhrig? Das riecht genau das von dir kommt. Röhrig, haben Sie gefurzt und jetzt wollen Sie sich Benita unterjubeln? Wo fahren wir jetzt hin? Ins Krankenhaus oder zum Tierarzt? Wir wollen für die Kuh anmelden müssen hier am Start. Ja, ich meine nicht. Taxi sind gerade da und am Kippen. Röhrig, mein Name ist Röhrig und ich bin Taxi. Wir wollen anscheinend wie ohne eine Kuhform. Ich hab ne Kuh im Auto sitzen, ich weiß nicht, wie es ihnen geht. 100 Schritt pro Tag. Ich weiß nicht, hört sie mal, bevor sie was sagen, hört sie mir erstmal zu. Ich hab einen richtig scheiß Tag heute, ja? Ich bin aufgewacht. Ich hatte irgendwie so auch sollen die Herrschaft. Scheiße. Jetzt ist die Kuh aus dem Auto gefallen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Können die da helfen? Entschuldigung, aber Sie müssen an den Euter, Herr Röhrig, nicht vorne da an die Hufen. Da kommt keine Milch raus. So, ja, sag das doch. Sie kennen Milch, Milch auch noch aus dem Tetrapack, oder? Was machen Sie da? Nicht direkt mit dem Mund, das ist ja ekelhaft! Wieso nicht? Ach. Ich nehm das weg! Was machen Sie das? Ich nehm Milch von der Kuh! Das ist schon Tierbelästigung, das wissen Sie! Oh Gott! Es gibt eine Anzeige! Komm mal, also für die Kuh ist eine Zulassung. Ja, weiß ich nicht, ob wir eine brauchen. Wir haben sie hergeschifft. Jetzt wissen wir, ob die legal ist. Wo kommt die denn? Also. Hä? Vor das Gesicht. Was? Hat jemand. Also ursprünglich kommt die aus Indien. Ja, ich hab eine Taschentücher. Kommt direkt aus Kalkutta. Bangalore. Mit dem Schiff jetzt hergekommen, oder wie? Die ist mit dem Schiff. Ich hab sie in den Container gepackt. Und jetzt ist sie angekommen heute. Und ich bin fast Container, gestorben dabei. Kuh. Ja, in so einem Im Container. Ja, Container, Schiffscontainer. Schiff? 2 Wochen. S-C-H-I-F-F-S-C-O-N. Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber 2 Wochen eine Kuh? Ja, kann man machen. Ja, ich weiß, die Realität ist schwer zu begreifen, meine Damen und Herren. Aber... ich finde es sehr unhöflich, das Gespräch einfach so zu beenden, nur weil Sie nicht verstehen, dass eine Kuh mit einem Container versifft werden kann! Ja. So. Entschuldigung. Ich möchte ein paar vermisste Personen anmelden. Oh, das war kurz ein Powernap. Ja, was ist denn, Heavens? Hey, kein Cheeseburger mit Benita! Telam! Ich halte die Tür zu! Hören Sie auf! Machst du mich raus? Lassen Sie meine Kohlen, Herr Röhrig. Und die Benita hat da reingeschissen ins Office. Komm hier, komm, doch, guck mal, Donut, guck mal. Lecker! Lecker Donut! Oh, die Kuh macht doch gerade! Also, wenn ich diese Fahrt bestehe, Herr Röhrig, dann krieg ich den Taxischein. Genau, du musst aber genauso fahren, wie ich das sage. Okay, ich mach erstmal. Du musst auch einen Punkt kriegen, wo ich sage, wo du hinfahren sollst. Moment, ich.
Ja. Muss mal vorne sitzen, das geht alles vorne. Ja, das war abgeschlossen eben. Jetzt. Gut. Also kein Backseat Driving. Warte, noch nicht! Hab ich gesagt, los, fahr sonst! Boah, 45 ist aber echt langsam. Ja, jetzt sind wir auch auf dem Highway, jetzt gib Vollgas. Okay, jetzt darf ich, wie viel darf ich auf dem Highway fahren? Egal. Egal? Egal! Oui! Egal! Du hattest nicht noch die, hallo! Mögen Sie denn auch den Wendmann? Den Wendmann? Ja, der das Lied. Jo, der hat einen schönen Penis. Was? Der hat einen schönen Penis. Woher wissen Sie das? Das wollen Sie nicht wissen. Ich würde gerne wissen, woher Sie wissen, dass der Wendmann... Oh, habe ich mich erschrocken, Herr Röhrig. Ich dachte, da hängt einer. Das sind Sie nicht der Erste, der deswegen anhält. Ich habe mich erschrocken. Ich dachte, wir müssen ihm helfen. Das sind Sie nicht der Erste, der deswegen. Ich bin auch so oft angehalten wegen dem. Ich dachte, das wäre der Wendmann. Man sieht seinen Penis. Wie denn nicht so rum? Sind Sie zufällig 19 oder wie kommen Sie an den Penis von Wendmann ran? Okay. Jetzt einmal wenden. Warten Sie, hier kann man sehr gut wenden. Hier muss ich aber nicht blinken, oder? Nee, nee. Das ist ja Privatgelände. Guck mal, hier ist Kirmes. Warten Sie, ich nehme den geradeaus, Blinker. Guck mal, hier ist Kirmes. Wo? Hier rechts. Oh. Ich glaube, der Wendmann hat seine Tante auch auf der Kirmes kennengelernt mit ein bisschen Zuckerwatte. Wissen Sie, was ich meine? Ich bin in so einem Van, wo kein Lied drauf stand. So, nächste Runde geht rüber ins Haus. Gehen Sie jetzt auch so? Oh, hier sind sogar Sausinne. Die fahren sogar. Wahnsinn. Können wir eine Runde fahren, Herr Röhrig? Ja. Ja, wir können mal gucken, ob die Achterbahn aufhört. Kommen wir mit. Ja. Way. Hallo, ich bin der Röhrig. Darf ich mal fahren? Hallo, ich bin Ranzi Bambalapatea und ich bin schon volljährig. Hui. Hui. Herr Röhrig? Hui. Ja. Sind Sie wieder... Geht's Ihnen gut nach der Entführung, oder? Hui, geht's schon los? Herr Röhrig? Ja? Ich spüre einen Schaltknüppel an meiner Knie, an meinem Knie, aber es ist Automatik. Ich freue nur so, mich nicht zu sehen. Wollen Sie sich nicht lieber an Kate halten, Herr Röhrig? Sie ist noch Praktikantin. Ihr glaubt sowieso keiner. Oh. Genau. Obwohl, das sie auch noch gut erschafft. Das ist hier rückwärts schneller, aber das probieren wir jetzt nicht. Ah! Gilt das schon als Unfall? Es ist... Ist das... Herr Röhrig? Ich finde... Da gibt's so ein Ding in der Mitte, das nennt sich Bremse! Soll ich dir ein bisschen... Pass auf, ich mach dir ein bisschen Radio an, damit du ein bisschen nicht... darauf konzentrieren kannst. Sie sind schuld, Sie haben mich unsittlich am Knie berührt und deswegen bin ich nervös geworden. Ist das doch eine Musik, magst du sowas? Sehr. Ich mag das so sehr. Dass ich anfange zu tanzen, Herr Röhrig. Brauchen wir die Tür noch? So, ich muss aber sagen. Ja? Du machst das besser wie letztes Mal. Ich habe dazugelernt. Ich habe heimlich geübt. Ich habe mir eins von ihren Taxis genommen, als sie entführt. Du hast was gemacht? Nein! Moment! Ich habe. Du hast was gemacht! Wo? Oh, das ist ein Kopf. Wir sind aus dem Ausfahrt. Okay, okay, gut. Ja, aber Moment. Wir fahren. Ja, fahren Sie mal. Okay. Aber haben die Blaulicht an? Nein. Wir fahren ganz normal! Hallo! Wir können noch ein bisschen, können Sie nicht ein bisschen schneller fahren? Doch! Nee! Doch! Nee, sollen wir sie anschieben, oder? Ich. Können Sie das machen? Das wäre lustig. Wie viel soll ich mindestens? Gibt es ja eine Mindesttempo-Geschwindigkeit? Wir müssen mindestens 60 fahren am Highway. 70 oder 60? 60. Sie haben 70 gesagt. Nein, ja, nein, 60, Mensch. Sie bringen mich durcheinander. Also mindestens 60, aber höchstens 70. Nein, Sie dürfen höchstens 90 fahren. Höchstens 90, mindestens 60. Höchstens 60, mindestens 70. Alles klar, danke. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Höchstens 60, mindestens 70. Wie soll das hingehen? Ich glaube, da war ein bisschen verwirrt. Polizei! Tut mir leid, auf jeden Fall. Ist Schaden groß? Wenn ja, dann... Lass uns das. Ja, der Schaden ist riesig. Kostet $20.000. Schauen Sie hier. Die haben die Tür hier weggeflext. Schauen Sie da.
Es ist so ein Weinstein-Problem, wissen Sie? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das sexuell ist oder ob er einfach nur Prost braucht oder Nähe. Hallo, Herr Röhrig! Achso. Was ja. heißt hier? Das was? Müssen Sie dann aber unter... Ich lass Sie mal an, ja, das war dann untereinander geklärt. Was machst du hier gerade? Willst du mir erzählen, was du hier gerade mit dem netten Polizisten unterhältst? Der Polizist hat gesagt, kommen Sie zur Seite und hat mir zwei, drei Fragen gestellt, ob es mir gut geht nach dem Unfall. Komm mal hierher. Ja, ich komme her. Greif dich jetzt mal an deine Krawatte. Komm was? Mal hierher. Komm mal ein bisschen dichter. Aua, das tut weh, Herr Röhrig. Pass auf. Ja. Wenn du bei mir arbeitest, nicht? Ja. Dann gehörst du mir und genauso deinen Körper. Und wenn du das jemandem erzählst, haben wir ein großes Problem. Mua. Hier hast du das wieder. Oh, er kommt schon wieder vorbei. Du machst das echt gut. Bin nichts stolz auf dich, mein Junge. Ich will nur Abstand halten in diesen Zeiten, das ist alles. Können wir so reden? Können Sie da stehen bleiben? Ich bleib hier stehen. Ich bleib auch gern auf der Autobahn stehen. Nein, du kommst hier wieder her. Okay, gut. So. So besser? Eins. So? Das reicht doch, ich höre Sie doch. Herr Röhrig, warten Sie doch. Können wir so? Ich spüre Sie schon wieder am Knie. Das ist ja unfassbar. Ja, wir nehmen nicht umsonst die Bandnudel. Hans-Peter, ich hab den Taxischein. Ich hab den Taxischein, Hans-Peter. Ich hab den Taxischein. Ich hab den Taxischein, Hans-Peter. Halt die Fresse! Ich würde Sie gerne umarmen und Danke sagen, aber ich habe Angst, dass daraus mehr wird bei Ihnen. Wieso? Nur, ich sag von hier hinten Danke, okay? Ich sag von hier... Danke, Herr Röhrig. Das ist nicht weit genug. Vertrau. Okay. Also, Kate, ja? Darf ich ganz kurz mit dir reden, ohne dass Röhrig das hört? Okay. Ich will nur ganz kurz was sagen. Ja. Komm mal mit. Ja. Du bist ja noch Lehrling, ne? Ja. Und du bist ja attraktiv. Okay. Also sagt zumindest Hans-Peter und Röhrig auch. Ich habe ja nur Augen für meine Kuh. Aber, vor mir bist du sicher. Ja, aber Röhrig ist so ein Typ, ich wäre ganz, ganz vorsichtig, wenn du den Taxischein machst. Weißt du, was ich meine? Es kann sein, dass er dann sagt, fahr mal links ran und so. Ja, der hat mich auch in der Wüste stehen lassen. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil er Avanzen gemacht hat und du hast gesagt, ich will keine Avanzen hier. Und dann hat er dich einfach... Ach so, hallo, Herr Röhrig. Ja? Hallo. Alles gut? Ich glaube, Röhrig, er hat manchmal so, wie sagt man, der macht so Powernaps mitten am Tag im Stehen, so wie eine Kuh. Eine Kuh? Oh, Scheiße. Ich bin froh, dass ein Auto zwischen uns ist, Herr Röhrig. Röhrig, ja, mein Freund. Och, das schützt dich nicht. Ich spüre sie an meinem Knie durch das Auge. Schnell weg, bevor er mich sieht. Ach, hier. Nein, nicht. Oh. Beim Was war das? Herr Röhrig. Geht sie aus? Ich muss mir mal eine ordentliche Bude holen jetzt. Ich meine, ganz im Ernst, ich muss ja da hinten bei dem Wohnwagen wie so ein Penner, ne? Hallo, mein Name ist Ranjit Bombalapatir. Ich bin Walter Kröte, hi. Walter, bist du Raucher oder was mit deiner Stimme? Ich rauche 80 Zigaretten am Tag und ich brauche gleich wieder eine. Hast du gesundheitliche Probleme? Ja, ich war auch 35 Jahre im Bergbau. Du warst im Bergbau und rauchst noch 80 Zigaretten am Tag? Ja, das habe ich mir so angewöhnt. Warum zeigst du ständig darüber? Weiß nicht, ich habe so einen Zucken in den Finger. Solange dein Finger nicht in meiner Nase endet, ist alles gut. Ja, du könntest ja mein erster Taxikunde sein. Also du fährst mich zuerst und dann fahre ich dich. Können wir machen. Warte, Moment, der Harper ruft. Warte, ich gehe erstmal. Kann ich hier hinten mitfahren? Das bin ich gewohnt aus Indien. Hallo, Harper. Ranjit, hast du schon ein Taxi? Ja, ich werde gefahren gerade. Ah, okay, gut. Sonst hätte ich den Kollegen vorbeigeschickt, der hätte die abgeholt. Das Coole ist, der hat ein Pickup und ich darf hinten draufstehen. Oh, das ist ja geil. Aber mein Kollege, der hat ein... Was ist denn das? Ist das ein Lambo? Ich rufe kurz Harper zurück, ja? Alles in Ordnung bei euch? Pass auf, du musst den rechten, ich nehme die anderen zwei. Wir wollen ihnen nichts Böses tun hier. Okay. Sagt ein Polizist mit Tattoos am Arm. Ja, und? Nix. Haben sie was dagegen? Nein, überhaupt nicht. Aber der eine hat schon Gummihandschuhe an. Muss ich mich bücken?
Sie sind der Fahrer, ne? Ich bin der Fahrer, jawohl. Kurt, dir gehört doch das Auto, oder? Ich bin Walter und ja, mir gehört das Auto. Walter, wir haben es gerade kennengelernt, Entschuldigung. Walter, dir gehört doch das Auto, oder? Ja, das ist mein Auto. Oder gehört es Kurt? Nee, ist auch zugelassen. Auf Kurt. Ja, auf Walter. Auf Walter. Haben Sie auch Warndreieck und Verbandskasten drin, ne? Sollte ich haben, ja sicher. Hinterm Fahrersitz. Müssen wir uns jetzt bücken? Du hast voll die rote Nase, Kurt. Walter. Walter! Ja. Entschuldigung. Kein Problem. Voll rot, das fällt mir jetzt. Hast du Schnupfen? Ja. Oder hast du dir vorne was gezogen? Nein, hab ich nicht. Alles. Und was kann ich für dich tun? Habe, mein Fahrer, der hatte keinen Warndreieck, keinen Warnkasten und Verbandsdreieck dabei. Und jetzt wurde angehalten. Und jetzt muss er ein Kastendreieck und einen Verbandswarner kaufen. Okay, ein Kollege holt dich eben mit seinem Lamborghini. Weil ich glaube, der muss jetzt erstmal ein Verbandesband und ein Dreieck mit dem Kopf zusammen. Also das dauert, bis ich zum. Aber danke fürs Mitnehmen, Walter, für die 2 Meter. Kein Problem. Hat die Polizei ihre eigenen Fenster eingeschlagen? Ich hab's gerade gehört. Das kannst du doch nicht vor der Polizei erwähnen, dass ich was gezogen hab. Hast du was gezogen? Das war ein Witz. Ach so, nee, eventuell nicht. Also hast du oder hast du nicht? Oh, die Polizisten sind kurz nochmal da. Oh. Ich glaube, das Gespräch ist momentan, jetzt ist besser, jetzt sind sie wieder weg. Alles klar, kaufst du jetzt ein Verbanddreieck mit Warnkasten? Warnkasten mit Verbanddreieck, genau. Danke dir, Walter. Ruf mich an, wenn du ein Taxi brauchst. Mach ich, danke auch. Du wärst mein erster Kunde Freifahrt. Danke. Und dann war der zweiten Fahrt doppelt so viel. Hilfe! Wie heißt denn dein Nummernschild? Ghetto Millville. Das ist alles verkehrt. Guck mal, Ghetto Millville. Das ist doch kein. Sorry, aber das ist kein Englisch. Ghetto. Hallo, get meine Oma steht da. Get Omi. Get Oma. Get und mein Oma. Ja. Lass die alte Frau in Ruhe. Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Warum? Wir haben Einsatz. Ja, weil sie get on my level, weil sie der Chef. Boah, da war. Ey, hast du den gesehen, Hans-Peter? Der ist der Chef von. Der ziemlich hoch. Ha? Gehst du jetzt hoch? Das Tolle ist, dass du mich im Wohnwagen lässt, wenn du irgendwie in ein Haus ziehst. Und mich einfach da liegen lässt. Ja. Der Wohnwagen steht jetzt auch in mein Haus. Hättest du mich nicht einfach mal aufwecken können? Ja, war ich am Überlegen, aber du hast so schön geschlafen, dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Du hast auf mich geschissen? Was? In welche Richtung geht das Gespräch hier? Keine Ahnung, Hans-Peter hat angefangen. Sagt der Typ, der kein Englisch kann. Get on my Oma. weiß denn deine Oma, was du hier mit was für Nummernschild durch die Gegend fährst? Renn dich da rein, wir haben Notfall, der Röhrig ist verletzt. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Ja, mach kaputt, war sowieso im Weg. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can gesagt, der ist wieder mächtig in der Scheiße. Nein, ich wollte nicht. Ja, aber fein. Taxi. Herr Röhrig! Oh Scheiße, ich bin in der Hölle. Das ist aber kein guter Platz zum Sonnen, Herr Röhrig. Sie kriegen einen Sonnenbrand. Bin ich wirklich in die Hölle gekommen oder war man dran steht hier? Haben Sie mich vermisst, Herr Röhrig? Ja, ganz toll. Ich habe gehört, Sie haben eine Tochter. Ja, die Schaumeng Rührzang. Schaumeng Rührzang? Richtig. Was eine Rohrzange? Was will der mit der Rohrzange? Der ist am Sterben. Ich bin so weit geflogen. Ja, jetzt lachen Sie dich das nicht komisch. Von dem. Sie sind verletzt. Von da sind drüben. Oh, Herr Röhrig. Wieso machen Sie sowas, Herr Röhrig? Sie sind doch schon zu alt für Schleudersitztraumata. Ich weiß, habe ich auch gemerkt. Oh, wer weiß, was der schleudern wollte. Was wollen, brauchen Sie denn, Herr Röhrig? Soll ich ein Schmerzmittel holen? Ich brauche Verbandskästen, ich brauche eine Aspirin und ich brauche Viagra. In der Reihenfolge? Moment, nee, Mund auf, mach Mund auf, steck das Ding jetzt rein. Ich will nicht, dass du dein Ding bei mir reinsteckst. Nein, nicht von mir, das Ding, das Blaue. Guck mal, mach mal Mund auf. Ja, tief rein und jetzt schlucken. Ganz viel. Gerrit, was hast du mir jetzt gegeben? Via. Ich hab vergessen, die Sachen mitzunehmen. 100. Oh, 100? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Was hast du denn für einen Schulabschluss? Ich war 3 Jahre. Okay. Dann haben die mich von Schule geworfen, runter, weg. Also gesagt, du warst 3 Jahre, als du von der Schule geworfen, also du hast Abschluss Kita. Die Pille wirkt. Oh nein, oh nein. Scheiße, ich denke, sie sind Taxifahrer, sie sind ja Zeltbauer. Oh, da hast du freie Hand. Was willst du machen, mein Sohn? Wieder mit dem Gutschein oder jetzt? Ich würde sehr gerne. Okay. Also, ich habe ein Gerücht gehört. Ich glaube, ich habe irgendeine Kuh gesehen.
Was? Oh. Okay. Perfekt, dann wollen Sie Bescheid. Ich hab gehört, Herr Röhrisch. Okay. Herr Röhrisch, sind Sie wieder eingeschlafen? Oh, ich muss auch Geld einfordern. Herr Röhrisch. Nee. Ja, Transitpferd. Transitpferd, mein Jugular. Ja. Ich muss mal pipi. Also wenn ich du wäre, würde ich jetzt voll durchdrehen. Heide Schlaf. Ich suche mal ganz kurz im Radio nach der passenden Musik. Ist alles gut mit euch? Handbremse angezogen. Alles gut? Das geht voll ab hier, das macht mir richtig Spaß, ne? Ja. Soll ich mich anschnallen? Wir müssen auf die andere Seite. Wir sind ja auch in der Richtung Orange. Was riecht hier so heroisch? So. Das war ich, Entschuldigung. Ich hab auch was. Boah, ist das eng hier. Gib Gas. Wir verrückt im Morgen, Junge. Rote Feuer, mein Junge. So, Mignon. Wir verrückt im Morgen, Junge. Guck mal, es ist das Auto ist in einem tadellosen Zustand. Ich weiß gar nicht, was ich hab. Ich bin echt überrascht. Ja. Ha, ich auch. So, oh, das ist aber schön hier. Oh, das ist aber schön hier. Hat sich gestern jemand geschlagen, Herr Röhrisch? Ja. Wer denn? Der heißt Hakan. Hakan? Hakan, ja. Der Hakan? Hakan, das ist so ein Typ mit so einer Bomberjacke. Sieht breiter aus, als er eigentlich ist. Hat bestimmt so Luft so drinnen, weißt du? Und macht dann auf, ja, guck mal, ich hab Hakan, ich hab einen großen Schwanz und hier, ich hau dir aufs Maul, komm her, ping, pang, pung. Kriegt er von so einem alten Sack auf der Straße einfach von der links einen aufs Maul gehauen und nicht auf den Boden und weint. Wie war das nochmal im Mittelteil? Das ist so, macht hier Bam Bam und hat hier so die Arme so breit und hat hier Luft nur drin und hat so einen großen Penis und sagt hier so, nee, Bam Bam, hau dir aufs Maul, du guckst den rein und was ich alles und dann kriegt er von so einem alten Sack aufs Maul. Können Sie nochmal die Geschichte, habe ich nicht ganz mitbekommen. Also, macht die Arme so breit und hat so Luft in den Schultern und so Bam Bam, knick knack und macht dann so Bam Bam Bam, bam hat so einen großen Penis draußen und sagt dann immer so und hat dann von links und rechts und von so einem alten Sack aufs Maul gekriegt. Ich glaube, ich habe fast alles, nur den Schluss nicht. Können Sie den nochmal? Jetzt von einem alten Mann aufs Maul gekriegt, so Bam Bam. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also, ich hätte eine Idee. Wir könnten hier eine Bollywood-Truppe zusammenstellen. Ich könnte das organisieren. Bollywood. Ich habe ein bisschen... Bollywood-Truppe. Bollywood, kennt man. Oh, damit können wir auf warte, ich mach kurz Soundcheck. Ja, das ist nicht schlecht. Gut, also wir starten den Schultern stark in 3, 2, 1, los! Scheiße, ich bin asynchron. Können wir nochmal? Sorry, tut mir leid. Oh ja. Nochmal Indisch? Moment. Mehr Indisch. Mehr Indisch. Okay, ich hab die Musik gefunden. Ne, ich hab sie auch sonst. Ich hab die auch. Ja, mir egal, bei dir ist sie. Nein, was? Wie du willst. Okay, ich du. Nein, sie. Okay. Na was? Okay. Ich. Okay. Gut, 3, 2, stopp. Trippen 5. Moment. Mein, stopp. Jetzt? Auf 3, Trippen 5. Okay, sie nein, machen 3. 2, 1, los. Und dann auf los geht's so. Nein! Mann! Boah, ist das hier stressig. Geht ohne Weg, geht ohne Gefahr. Alles, was wichtig ist. Sag mal ruhig, ich kann nichts lesen. Ich hab ganz kurz, können wir ein Spiel spielen? Ja. Nach welchem Film sieht das diese Szene aus? Hangover. Nein, da, wenn du 4, 5 Leute so da stehen und einer steht gegenüber und der muss dir, wisst ihr, was ich meine? Verdächtig und so. Komm schon. Das war der Bachelor. Police Academy. Nein. Platoon. Nein. Warum hast du eine Maske auf? Nein! Warum nicht hier Stroh? Was machen wir jetzt? Synchronstrohlern? Wir können ja auch so einen Stopptanz aufführen. Wenn Sie wollen, können Sie arbeiten gehen. Wir sind gerade am Theater, machen Theater. Das. Ich habe eine Idee. Oh Gott. Der Gewinner kriegt $10,000. Okay. Was müssen wir machen? Ey, das ist bei Bollywood rechts. Get on my level! Pass auf! Backpack, Mann ist weg! Nee, wieso? Kylo ist gar nicht da. Na, pass auf! Will ich mal jetzt singen? Pass auf! Pass auf, Mignon. Ihr lauft jetzt und. Also, Kylo Ren ist das, gell? Von Star Wars. So, was ist der wieder? Ist der wieder eingeschlafen, der Röhrisch? So, pass auf. Okay, pass auf. Ihr geht ganz normal. Mann, so kann ich nicht arbeiten. Okay, ja, ja, Mann. Okay. Pass auf, ihr lauft ganz normal im Kreis. Was ist denn los? Haben wir jetzt die Ewigkeit? Was ist denn verkehrt mit dir? Musik. Alle.
ist Schummeln! Da! Hier! Smoker hat sich bewegt! Hab ich gar nicht! Der heißt Smoker, der heißt Smoke! Smoke! Du bist raus! Get down to your level! Ich war da, ich war zuerst dann stehen geblieben! What? Der Römisch. Der Römisch? Römisch-katholisch. Röhrig! Ach, sie heißen nicht Röhrig. Ich heiße das Röhrig. Römisch. Warum sagt er Römisch? Ja, weil er... Bist du Röhrig? Bist du Röhrig? Oder vielleicht heißen sie Rollig. Wer ein bisschen doof ist. Wer ist doof? Sag doch nicht so laut. Wer ist doof? Ich stehe neben, ich Können Sie mal was, ne? zeigen, auf wen? Meinen Sie den oder den? Wer ist von denen doof? Herr Röhrig. Hallo, Herr Röhrig, können Sie das mal zu Ende bringen? Wer ist doof? Sie haben zu mir gesagt, meine Mutter wäre ganz nett. Wer ist der größte Agent von der Welt? Ranjit! Wer ist jetzt ein ganz großer Held? Ranjit! Ich glaube, das war Röhrig Zeit. Bist du die Kopf in dir, die dich weitertreibt durch diese fremde Welt? Ach du Scheiße. Und jetzt alle! Tequila! Tequila! So, das war's. Das ist unser Auftrag. Also dein was Timing ist super, Gerrit. Das war perfekt. Du das warst war quasi toll. Die dritte Stimme in dem Kanon, wo es keine zweite gibt. Pech und Schwefel und lebten in den Tag zum Teufel mit der Liebe. Wer schießt da? Hat da jemand geschossen? Sorry, ich hab Schüsse gehört. Dich alles zu verzeihen. Was war das? Wrong. Wenn du ihn festhältst, dann könnte ich ihn umnocken. Was meinst du? Ich bin fertig. Ey, das war super. Ja, war das gut? Ja, das war toll. Das ist dann schön, das freut mich. Kannst du im Altenheim auftreten? Ich könnte noch einen. Kennt ihr gerade im Altenheim? Was ist mit dem? Röhrig. Der macht wieder Parkour. Scheiße! Wer rennt eigentlich vor wem davon? Hä? Wieso rennen sie hinter mir her? Das war doch eben anders. Moment ja, nochmal. Bleib stehen! Deswegen laufe ich den her. Ich weiß es noch nicht. Das ist der Grund. Bleib stehen! Wir brauchen noch einen Namen. Die glorreichen vier. Aber wir sind nur drei. Das hast du gemacht. Warte mal, mein Hintern juckt, warte. Was? Das muss man einkriegen, hat der Arzt mir auch gesagt, mit dem Pilz. Hallo Arsch! Du machst Kogi nicht fertig. Ach, da bist du! Ich hab mich schon vermisst! Mit wem redet ihr denn? Mit seinem Arsch.